und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schüler und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute möchte ich mit dir gerne so ein Frühlingskörbchen basteln oder auch Osterkörbchen. Kommt hier immer auf die Deko drauf an. Ich habe den Pappkarton in Wildleder geprägt und dann einfach ein paar Blüten ausgestanzt und draufgesetzt. Und du weißt ja, es ist immer gar nicht schwer, es sieht immer viel schwerer aus. Und wie ich da genau das gemacht habe, das möchte ich dir jetzt zeigen. Als erstes brauche ich meinen Papierschneider. Hier habe ich meine Maße. Das ist ein Stück dann in 15 cm mal 15 cm. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und das lege ich mir jetzt in den Papierschneider ein. Schiebe auf 2 cm. Nein, ich falze jetzt mal. Was erzähle ich denn? So. Es wird gefalzt rundherum bei 5 cm. Also immer so komplett durch. 5. 5. Und noch einmal 5. Jetzt wird eingeschnitten. Ich nehme jetzt die rechte Seite bei 2 cm, aber nur bis zum ersten Falz und hier unten auch. Also einmal hier 2, hier 2, dann 3. Unten 3 und bei 5 den Falz halt raus. Und auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche. Jetzt muss hier in die Mitte einmal markiert werden. Die ist ja 5 und bei 2,5 muss jetzt mal eben eine Markierung gemacht werden. Einmal und einmal auf der anderen Seite auch. Und das wird jetzt rausgeschnitten. Also du schneidest ein Dreieck da rein. Von der Markierung bis zur Ecke. Und das auf beiden Seiten. Mal schauen, ob ich überall ganz bis nach oben geschnitten habe. Mal einmal ein bisschen nach. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Und das Ganze kommt jetzt in die Holzstruktur 3D-Prägeform. Das passt da auch ganz genau rein. Und das werde ich jetzt mal eben prägen. Und hier ist auch schon mein geprägtes für mein Körbchen. Und ich habe noch ganz vergessen, hier unseren Henkel, den brauche ich ja auch. Und zwar hat er eine Länge so 15 cm und 2 cm Breite. Jetzt falze ich mir das alles schon mal nach. Nach dem Prägen ist das ein bisschen knifflig. So. So, und jetzt kann auch schon angefangen werden zusammenzukleben. Ich nehme wieder meinen geliebten Flüssigkleber, nehme es hier einfach die Dreiecke und ziehst du dir einfach so rüber und klebst sie dann fest. Also, ich gebe einmal hier ein bisschen drauf und hier.
dass ich wieder aus dem Bild verschwinde und keiner was sieht. Jetzt kommt der kleinere. Du kannst es auch mit Glue Dots kleben oder doppelseitigem Klebeband. Jeder hat ja immer so seine Spezialitäten. Einmal so, dass es hier gerade ist, und diesen kleinen Zippel, den kannst du jetzt einfach abschneiden. Zack. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal. So ist das Körbchen schon mal fertig. Jetzt nehme ich mir die kleine Stanzenprägemaschine und werde noch ein paar Blüten ausstanzen. Und zwar nehme ich dafür Stanzform perforierte Blumen, wo ganz viele tolle Blüten dabei sind. Ich habe mir da jetzt mal die rausgesucht. Also als ich geguckt habe, gab es diese Stanzform noch. Sie ist auch reduziert, ich meine auf 27 Euro, da ja der Jahresausverkauf begonnen hat. Also wenn dich das interessiert, diese tollen Blüten, ich finde, die sind absolut zeitlos und passen zu ganz vielen und machen echt viel her. Dann schnell in meinen Online-Shop. So, die kleine Maschine. Ich habe hier einmal Kirschblüte. Dann legst du dir einfach deine Blümchen so rauf. So, bin ich im Bild. Gucken, ja, noch ja. Hier nochmal Blüte. Die zweite Platte etwas versetzt drauf. Und dann durchkurbeln. Und auch diese kleine süße Stanz- und Prägemaschine ist noch bis zum 31.03. im Angebot. Also, nutzt die Gelegenheit, sie ist wirklich toll. Na, so, meine Blümchen. Jetzt habe ich hier noch einmal, was habe ich denn genommen? Himbeerrot. Und hier sind meine Blümchen. Jetzt habe ich hier noch einmal Lindgrün für die Blätter. Und Maschinchen kann weg. Jetzt kann schon mal soweit alles zusammengebaut werden. Den ziehe ich mir so ein bisschen über den Finger und klebe den jetzt auch erstmal noch mal ran. Wieder meine dritte Hand. Klappt immer super. Jetzt kannst du schauen,
wie du die schönen Blümchen, ob du welche zusammensetzt, einzeln lässt. Ich setze mir jetzt mal hier so einen drauf. Auf der Rückseite habe ich alles nur die kleineren Blütchen genommen. Oder auf Vorderseite, je nachdem, wie man es nimmt. Hier habe ich jetzt ohne Glitzersteinchen gemacht und jetzt werde ich mal in meine Schatzkiste gucken, was ich da noch für schöne Glitzersteine habe. Den erstmal zu. Dann nehme ich doch mal diese hier. Das sind die Basic Strass Schmuck Bunter Schimmer. Da setze ich mir doch mal oh, hier kommt die Sonne. Es sah gar nicht nach Sonne heute aus. Da einen drauf. Da einen drauf. Und dann schaue ich gleich mal. So, da habe ich einmal hier, der ist mit dem Dimensional. Oder auch nicht. Den setzen wir dann mal plan drauf. Dann den zweiten. Bisschen versetzt. Ein Blättchen drunter. Noch ein Blättchen. Das sieht schon richtig gut aus. Einmal umdrehen. Einmal hier den langen Zweig. Mal ein paar Blättchen. Und jetzt kannst du deine Blüten darauf verteilen. Mache das so, indem ich dadurch, dass ich die Blüte hier hinsetze, einfach die Enden von den Zweigen verstecke. Das wollte ich sagen. So. Eine hin und auf die kleinen setze ich jetzt auch noch mal so einen schönen Blinkistein. Jetzt sind noch ein paar Blüten über, aber die kann man ja immer gebrauchen. Aber ich finde, das reicht so. Geschoben. Ja, das war mein schnelles Körbchen. Ich finde es wirklich schnell.
was du super zu Ostern nutzen kannst. Da passen bestimmt auch zwei hartgekochte Eier rein oder auch Schokoladeneier. Und wie du das denn gestaltest, das bleibt ja dir überlassen. Aber mir gefällt sowas ganz gut, was denn nicht so friemelig ist, dass man sich die Finger nicht so bricht. Und daher habe ich mir dieses hier heute ausgedacht. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Vielleicht scheint bei euch ein bisschen mehr die Sonne. Ich glaube, sie kommt hier an und schaut gerade um die Ecke. Dann bis zum nächsten Video. Daumen hoch freut mich immer und ein Abo umso mehr. Bis dann. Tschüss.